So, dann hier hätten wir auch soweit alles. Komm, wir fangen mal mit den Türen an. Türen, 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 Türen. Was nehmen wir denn? Nee. Einmal 2 Meter Türen. So, das sind für so nummerierte Türen, glaube ich. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Was für eine Tür wäre die Haustür? So eine. Dann bräuchten wir auch eine, die so aussieht. So eine Art. Nehmen wir die. Ne, die ist ein bisschen dunkler da vorne. Dann nehmen wir das. Ja. Oder? Ne, die ist ein anderes Braun. Da. Aber Eingangstür ist das. Komm, dann nehmen wir die hellen hier. So. Die kommt hier hin. Passt die auch? Perfekt. Hier machen wir so rum. Ja. Und nochmal hier. Die geht dann hierhin raus. Nice. Und nochmal. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier auch später lebendigere Farben. So, das machen wir dann hier so. Hier haben wir jetzt alle. Und hier geht's auch so rum. Perfekt. Wir fangen dann mit dem Badezimmer an, weil hier brauchen wir die meisten hier Dinger, wie heißen das? Gerätschaften. Regendusche Laxmi. Was ist Jau? Freistehende Sauna mit Dusche Kaeli. Digga, wie geil ist das denn? Boah, ich feiere das neue Update auf jeden Fall. Wir nehmen aber so eine. Ja, die lassen wir so, wie die ist. Obwohl, die scheint ein bisschen zu. Ne, doch nicht. So. Montieren. Na, scheint doch ein bisschen groß zu sein, aber passt. Passt. Dann hier brauchen wir ein Waschbecken. Waschbecken. Was nehmen wir hier für ein Waschbecken? Komm, boah, der sieht geil aus. Aber was nehmen wir denn hier? Na, so ein einfaches. Komm. Machen wir so. Rein. Dran, dran. So, so. Dran, dran. Fertig. Heizkörper machen wir noch nicht, aber Toilette brauchen wir. Toiletten. Komm, wir nehmen auch so ein einfaches. Für hier, ob hier, so dran, fertig,
Was ist das? Waschmaschine. Geil, die haben hier Stelle für Waschmaschine. Waschmaschinen müssten hier geben. Oder? Oder warte, gehen wir nochmal zurück. Einbauwaschmaschine. Ja, komm, Einbauwaschmaschine. Kommt hier so hin. Ah, erstmal die Dinge abschrauben, genau. So war das. Drauf, das ab. Hier. Perfekt. Jetzt nur noch die Heizung. Die gab es, glaube ich, hier. Heizung. Ja, die Standardheizung, die wird reichen. So. Dann können wir auch die Heizung hier alle schon mal anschließen. Hier nehmen wir aber die große da, weil das hier das Wohnzimmer sein wird. So. Und hier auch wieder die kleine, weil Küche. Da brauchen wir noch eine Heizung. Ja, genau, Heizung. Komm, die machen wir so. Hier brauchen wir gar keine. Okay. Aber hier brauchen wir noch eine. Und so. Nice. Badezimmer. Ja, Dekoration machen wir später. Dann fangen wir erstmal mit dem Wohnzimmer an. So, wo haben wir Möbel? Nein, zurück. Hier haben wir Möbel. Da. Wohnzimmer. Wir fangen erstmal mit dem Sessel an. Das machen wir irgendwie immer am Anfang. Zuerst Sessel. Ne, Sofas, Sofas waren die Anfang. Wir wollen mal was Lebendiges nehmen auf jeden Fall. Nehmen wir aber so. Ah, was haben wir hier ist gefärbt? Die Kissen. Ach so, der da. Komm, hier ein weißes Kissen. Dann nee, beige. Hier nehmen wir mal nein. Ein grünes. Einfach ein bisschen farbenfroh. Und hier nehmen wir braun. Nein, nicht braun. Blau. Und ah, ich glaube, hier wird es gut aussehen. Stück, nein, so, da ist auch schon, so, jo, hier ist perfekt dran und hier, so ist gut, finde ich. Dann brauchen wir hier, komm, jetzt können wir einen Sessel nehmen, dann würde ich sagen den hier. Ne, wir hatten den in hell, war das der? Welcher Farbton waren das nochmal? So. Da aussieht der hier. Ja. Nee. Nein. Beige und
Hellblau. Nee, der war. Der hier? Der? Nee. War es wirklich der? Pastellrosa, hellblau, grasgrün, creme, beige, Kaffee, brauner Kaffee, weiß, helles Grau, grau. Was der? Und den machen wir dann. Oh, komm, den packen wir mal da in die Ecke. Ja, farblich passen die jetzt nicht, aber ich weiß nicht mehr, welche Farbe das hier war. So, was haben wir hier noch? Nicht hier, Regale. Lagerhausregal Samos, 3 Meter. Ist Metall. Diese, oh, mein Knie hat geknackt. Ja. Regal Nero oder Nero. Holzbücherregal Lexington. Dunkle Buche, Zeder. Komm, wir nehmen Zeder und das Glas nehmen wir so, wie es ist. Und das packen wir mal nicht dahin. Dann kommt das hier. So, noch ein Stück. Ja, okay. Und hätten wir auch Zeder und das kommt dann hier hin. Ja, okay, finden wir jetzt nichts. Aber Tische können wir bestimmt auch mal was finden, was hier gut passt. Konsolentisch Carmen. Hier Zeder. Packen wir mal hier hin. Nee, da passt es nicht hin. Ja, okay, dann lassen wir das mal. Haben wir Zeder? Ja. Ja, finde ich, geht so. Warte mal, ich muss mich einmal ganz vernünftig hier hinsetzen. Habe mich jetzt in so eine ungünstige Position gesetzt, das nicht gerade bequem ist. So. Hier brauchen wir dann nichts mehr. Gehen wir zurück. Und dann, wo haben wir Küche? Küche. Würde ich als nächstes Küche vorschlagen. Stehende Schränke. Welche nehmen wir wohl? Ich würde sagen, diese Art. Mahagoni, helles Mahagoni. Sapeli. Wo haben wir Zeder? Zeder. Zeder. Griffe machen wir goldenes mit. Nee, Creme. Rotgold. Braun. Weiß. Heller Stahl. Dunkler Stahl. Na komm, dunkler Stahl. Arbeitsplatte nehmen wir. Haben wir Creme. Ja, dann gehen wir damit mal in die Küche.
und packen das mal hier hin. Hier ist schon, ja. So. Ablementendo heißt das, okay. Schwierigkeiten, das Ding zu lesen. Wo haben wir Ablementendo wieder? Warte, weiter oben. Ja, da haben wir es wieder. Da haben wir Zeder. Hier hatten wir dunkler Stahl und hier hatten wir Creme. Dann kommt das hier hin. Das kleine Stück. Ja. Und dann wollen wir hier noch als Set haben. Da haben wir es. Zeder. Hier dunkler Stahl. Arbeitsplatte hatten wir Creme. Spülbecken nehmen wir dunkler Stahl und dunkler Stahl. Tür auch dunkler Stahl. Muss ja schön einheitlich sein. Passt das denn auch? Ich hoffe. Dann können wir hier einen Esstisch und so hinmachen. Hier ist Küchenbereich, Küchennische. Brauchen wir den? Oder warte mal, den packen wir dann hier hin. Oder gibt es den noch ein bisschen größer? Die Schränke. Sechzig, fünfzig, 45, gucken, ob 45 da passt. Einfach nur erstmal schauen. Hier Zeder, Griff, dunkler Stahl und hier Creme. Ob das hier passt? Nein, der ist noch zu groß. 45 ist zu groß. 40 hatten wir auch. Zeder, dunkler Stahl, Creme. Der passt perfekt da noch rein. Nice. Dann können wir ja schauen nach Kühlschränken, elektrische Ausrüstung. 60 cm Zeder und dunkler Stahl. Warte mal. Den, nee, den machen wir mal weg. Schauen, ob das auch hier hinpasst. Ja, geht. Geht ganz knapp. Dann können wir mal schauen nach Kochen, haben wir ja sonstiges. Hier sind auch sehr viele geile neue Dinger hinzugekommen. Funktionsschränke. Hängende Schränke, da brauchen wir. Wo haben wir Ablementendo wieder? Den brauchen wir auf jeden Fall. Zeder, dunkler Stahl. Wir machen den erstmal nur hier hin. So. Passen gleich nochmal die Größe an. Jetzt brauchen wir einen, der da zwischenpasst. Hoffen wir der hier. Zeder und dunkler Stahl. Ah, ist zu groß.
45 ist auch noch zu groß. Dann 40 hoffentlich. Da 40. Ja, 40 passt perfekt da rein. Ups. Wieder zumachen bitte. Ist das passend von der Höhe? Ja. Dann machen wir das auch passend von der Höhe. Joa, sieht gut aus, finde ich. Dann können wir mal. Warte mal, gab es den nochmal in doppelt oder so? Da. Zeder. Dunkle Stahl. Das lassen wir weiß. Ach, der ist aber höher. Ne, doch nicht. Wollte schon sagen, ist der höher? Ja, es passt nicht so exakt dran, aber muss ja niemanden auffallen. Dann vielleicht noch den hier. Zeder, dunkler Stahl. Ah, ist ein bisschen zu groß. Wollen wir nochmal dann den 40er. Da 40. Zeder, dunkler Stahl. Genau, der passt genau daran. Jetzt komme ich hier runter. Nice. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt was, aber dann schauen wir mal nach einem Esstisch. Esszimmer, ja. Tische. Gibt es vielleicht auch die von Uplemtendo? Kofferraum, Esstisch. Riesiger Holztisch. Ja, komm, den nehmen wir. Oder nicht. Nee. Passt hier nicht rein. Der könnte vielleicht hier reinpassen. Zeder. Vom Design her. Jein. Zu groß, aber wir nehmen den dann. Wo haben wir Zeder, 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 Zeder? Da. Ja, das wird reichen. Kann man den ein bisschen mehr dahin packen? Ja. Dann Stühle. Da haben wir Zeder. Hier Zeder und das Beige. Dann kommt das hier hin und der hier hin. Das muss reichen. Deko machen wir später. Dann hier im Flur. Hier kann man dann Klamotten. Also, was heißt Klamotten? Hier die Garderobe und so weiter hinpacken.
sind auch viele geile neue Sachen hinzugekommen. Da haben wir Zeder, Dunkelgrau, Dunkel. Ja, dann nehmen wir hier Dunkel. Das kommt dann direkt hier an die Tür. Dann der. Zeder und Dunkel. Direkt daneben. Komm, noch ein Stück. Ach, weiter an die Wand geht nicht, okay. Gibt es noch was in Nausan? Den hier. Zeder und Dunkel. Packen wir hier hin. Dann machen wir da irgendwie so eine Sitzmöglichkeit. Komm, das kommt so hin. Hier, ja. Und hier machen wir später einen Spiegel. Dann brauchen wir noch Schlafzimmer. Warte, gehen wir erstmal dahin. So, Betten. Wir wollen schon was Gemütliches raussuchen. Das sieht auf jeden Fall immer gemütlich aus. Gibt es den auch in Zeder? Zeder. Dann nehmen wir die und Karo. Ah, wir nehmen hier Creme und hier nehmen wir auch Creme und das packen wir hier hin. Wie weit geht das? Da. So. Das sieht schon schön aus. Ein Schlafzimmer. Uff, nun kann ich ruhig schlafen. Na, geil. Wer ist. Warte mal, wer ist jetzt am meisten interessiert? Der Typ, warte, wie hier, Johannes Titze. Sein Name, ey, der ist echt krass. Ja, okay, aber Sauna kriegst du hier nicht. Aber hier können wir dann einen Schrank hinmachen. So, Shop. Das hier weg. Ankleidesets, ne, Kleiderschränke. Der sieht geil aus. So, Zeder suchen wir wieder. Da habe ich jetzt noch nicht gesehen. Schade, wäre schön gewesen, hätten wir den. Aber den gibt es nicht in Zeder. Den gab es doch einen Zähler hier. Jo.
Den packen wir erstmal hier hin. Ja, kommt man schwer durch. Schade. So, dann brauchen wir aber noch einen großen Schrank. Dann nehmen wir erstmal den. Finden den in Zeder gibt es hier. Und dunkel. So, bis dahin geht's. Jo. Hier ist an der Wand. Und da ist an der Wand. Aber dann... das Ding steht hier im Weg. Machen wir so. Kommt man zwar so nicht durch, aber... Ja. Zumindest im Spiel kommt man da nicht so wirklich durch. Oder, noch besser, wenn die Türe zu ist, kann man dann... Ja, hier. Hier ist optimal. So, was gibt es noch für... Ja, die brauchen wir nicht. Nachttische. Die müssten wir auch in Zeder haben. Da. Und dunkles Holz. Grau, weißes Holz. Warum nehmen wir so? Das ist für die Seite. Jo. So. Können wir den noch ein bisschen mehr... nach links schieben. Genau. Und dann kommt... Anna rechts. Hatten wir auch Zeder und schwarzes Holz. Wollen wir ja alles schön einheitlich haben. Sieht doch gut aus. So. Dann als allernächstes machen wir Lichter. Deckenlampen. Machen wir das in dunkel, Lampenschirm weiß. Fürs Wohnzimmer. Ne, das ist die Küche. Hier ist Wohnzimmer. So.